Hallihallo, liebe Reborn-Freundin. Hallihallo, liebe Reborn-Freunde. Ein recht liebes und herzliches Willkommen. Endlich wieder in meiner Violas Babystube. Jawohl, da bin ich endlich wieder. Und wie ich schon vor längerer Zeit mal versprochen habe, wollte ich euch einen kleinen Blick in meine Babystube werfen lassen, wie es gerade so ist. Das ändert sich immer wieder. Das ist das Säuglingsbettchen, das kennt ihr ja. Da habe ich aus wärmetechnischen Gründen, damit die Heizung ein bisschen mehr bringt, den Himmel abgebaut. Aber da liegen meine momentan kleinen Lieblinge. Das ist die Quinlin. Die habe ich euch ja schon vorgestellt. Die hatte ich geschenkt bekommen und die habe ich sehr, sehr, sehr gerne. Sie habe ich nicht selber gemacht, trotzdem sehr gerne. Und ja, warum nicht, ne? Ihr macht sie ja auch, die meisten von euch machen sie auch nicht selber und haben ihre Mäuse auch sehr lieb, ne? Hier ist ein kleiner Elia, den habe ich mir beim Onkel bei einem Auktionshaus ersteigert, den habe ich auch nicht selber gemacht. Ich vermute, dass er echt ist, er hat keine Papiere. Ja, was heißt echt und unecht? Da gibt es so viele Meinungen drüber, da möchte ich mich jetzt gar nicht drüber auslassen. Ich habe den kleinen Zwackel ganz doll gerne. Und im Moment gefällt er mir so, wie er ist. Sollte es mal anders sein, ändere ich das ganz einfach. So, das war erstmal ein Blick hierher in das Bettchen, was bist einfach, wie es bei mir so ist momentan. Ja, ein bisschen habe ich in meinem Zimmerchen hier, wo die Püppis sind, auch adventsmäßig dekoriert. Ja, viel mehr ist nicht möglich, weil, oder vielleicht kommt auch noch ein bisschen was dazu. Ich habe erst mal angefangen. Bei mir sind ja die Kätzchen immer unterwegs und die machen nicht halt vor Tische und Bänke. Wer Katzen hat, der weiß das. Und je mehr draufsteht, je mehr kann man runterwerfen. Huch, ist dann runtergefallen, ne? Ja, so ist es. So, ja, jetzt schauen wir mal in das große Babybettchen. Ja, da liegen auch mehr drinne als sonst immer, ne? Ja, das sind im Moment auch meine persönlichen Mäuse. Bei dem weiß ich hier noch nicht. Ja, dem, also das ist der kleine Calimero, den habe ich mir selber gefärbt. Das ist auch meiner. Und um den geht es heute. Den werden wir nachher baden. Jetzt fliegt mir hier auch noch was runter. Den werden wir baden, anziehen, schick machen und dann kann ich wieder mal bei euch sein. Ja, es ist halt so, ich hatte ja schon mal gesagt, dass es weniger werden wird. Hier poltert das auch noch, dass es weniger werden wird. Es ist weniger geworden. Es ist eben eine Frage der Zeit. Bei mir ist es eine Zeitfrage und es sind auch nicht alle Tage gleich und so weiter. Gut, da hören wir jetzt mal auf zu schnattern. Ihr wollt ja was zu sehen kriegen. Also das hier leuchtet die Lampe nicht richtig hin. Hier fällt alles runter und die Lampe leuchtet nicht. Wenn ich jetzt mit dem Fuß dran ziehe, dann fliegt noch mehr runter. Also, das ist ein kleiner Junge. Den habe ich auch selber gefärbt. Und mal schnell luschern. Bisschen luschern. Ist ein Junge. Ja, schnell wieder zumachen wegen der Richtlinien. Das ist ein Mädchen. Habe ich auch selber gefärbt. Die soll eigentlich auch bei mir bleiben. Bei ihm bin ich mir noch nicht sicher, aber den zeige ich euch auch noch. Heute geht es um den kleinen Calimero. Und den wollen wir schick machen, nicht für die Heimreise. Er ist zu Hause. Ja, ich hoffe, dass das. Ich hatte auch ein bisschen Probleme mit der Kamera, dass ihr gut sehen könnt. Ich musste alles verändern. Dann ist die Batterie auch noch leer geworden und deswegen fliegen mir hier alle Stecker und Kabel durch die Gegend. Aber naja, das seht ihr ja nicht so. So, also den werde ich jetzt baden. Ich werde mal ins Badewasser ansetzen. Wollen mal gucken, ob wir das gemeinsam hinkriegen. Ja. Ja, ein bisschen was sollt ihr ja auch zu sehen kriegen. Ich war so lange nicht da. Nun wollen wir auch mal ein bisschen Platschi noch machen dann, ne? Ja. Und dann machen wir den hübsch. Also diese Mäuse liegen tatsächlich, die habe ich gefärbt. Und schön versiegelt, eingepudert, eingewickelt und immer einen nach dem anderen, immer wie ich fertig wurde, ins Bettchen gelegt. Ja, und Calimero war der erste, den ich fertig hatte und den zeige ich euch jetzt und den machen wir hübsch, ne? Ja, also, dann bis gleich, einmal Knips und dann ist hoffentlich die Badewanne voll. Ja, so meine Lieben, na, dann kann es ja losgehen, ne? So, bevor die Wanne voll ist, schaut doch mal, da schaut euch doch einer ganz lieb an, ne, mein kleiner Willibot. Ja, ich habe ja schon beim letzten Mal versprochen, ich zeige ihn euch mal wieder. Nun liegt er gerade hier in seinem Körbchen. Ja, ist alles doof und langweilig, klaro. Und
kann ich ihn auf jeden Fall euch mal zeigen. Er ist groß geworden. Naja, er ist aber immer noch kleiner als eine Katze. Joa, mein Schnuckelchen. Was macht Frauchen da, ne? Frauchen, zeigt mal, wie du jetzt ausschaust, ja? Die Haare sind ein bisschen gewachsen. Nur jetzt ist er wieder müde, der Kleine. Ja, ist langweilig, was Frauchen macht. Und dann legt er sich zum Schlafen hin. Jawohl. Gut, da unten ist sein Platz unter dem Babybettchen. Das hatte ich euch ja schon mal gezeigt. Gut, nun habe ich euch den Willibald auch noch schnell zwischendurch gezeigt. Ja, der hat sich richtig zum Schatz entwickelt. Ach, war er von Anfang an, ja. Ja, naja, nun kribbelt auch noch was, ne? Ja, Willi, guck mal. Na gut, dann. Dann wollen wir jetzt mal umziehen und auf dem Platz, wo die Badewanne steht, und wollen das den kleinen Calimero baden. Mit Willi ist ja hier nichts mehr. So, meine Lieben. Und es gibt weiter, die Wanne ist voll. War gar nicht so einfach, hier eine Position zu finden, wo ihr mit gut gucken könnt. Da ist also der kleine Schietermatz. So, er ist noch voll gepudert bis sonst wohin. Und das waschen wir jetzt ab und dann geht es nachher weiter, ja. Also, wenn ihr Babys badet, Silikonbabys, einen ganz kleinen Spritzer von irgendwas, hier schaut mal von irgendwas, keine bezahlte Werbung, einen Spritzer, zack, so. Oder zwei Spritzerchen, bisschen aufschäumen und nicht mehr. Und so mache ich das auch und so ist alles gut. So kann man auch mit den Tensiden, die sich in Waschmitteln befinden, keinen Schaden anrichten. Das ist wichtig. Ne? Jetzt fange ich auch noch zu stottern und schaut mal, wie schön sich das Puder ablöst jetzt. Das ist wichtig, dass das runterkommt. Dass dann auch die richtige Farbe zum Vorschein kommt, die nach der Versiegelung, entstanden ist, ne? Ja. Aber so seht ihr mal, wie so ein Mäuschen aussieht, wenn es dann fertig ist. Ich sag dann so fertig und dann lege ich es zur Seite und dann muss aber das alles noch schön abgewaschen werden und das auch gar nicht so leicht, dass das alles so gut runtergeht. Aber so nach und nach wäscht sich das dann runter, ne? Ja. Schaut mal. Zack, das muss alles bisschen gewaschen werden. Ja, so, und dann, ja, was dann? So, dann will ich das mal nicht zu lang werden lassen. Dann werden wir den Kleinen jetzt einkleiden und dann bin ich mal wieder da gewesen und das ist ja auch wichtig. So haben wir mal ein bisschen rumgeplatscht hier, ne, mit so einem kleinen Mäuselchen. Ja, ja, wir wollen das mal machen, wie fast machen, wie mit richtigen Babymäuschen, ne? Ja, ihr Lieben. So, haben wir Baby gebadet, die Wanne war voll. Ja, und dann ziehen wir den kleinen Muggelmann an und dann geht es weiter. Ja, es ist eine Püppi, also man braucht sich auch nicht ganz damit so haben, ne? Aber wir wollen ja hier auch nicht, wie sagt man, herbeireden oder herbeiziehen. Gut, ich drücke nochmal aufs Knöpfchen und dann ziehen wir den kleinen süßen Schnuckel dann an. So, meine Lieben, jetzt sind wir umgezogen auf den Wickelplatz. Jetzt habe ich die Wanne erstmal wieder beiseite geräumt. Aber für euch waren das ja nur 2-3 Sekunden. Die Sekunden des Knöpfchendrückens. So, er ist auch noch ein bisschen leicht feucht. Aber wie gesagt, da kann ich auch gleich sagen, an den Silis nicht so viel rumrubbeln. Und einfach die Feuchtigkeit abtupfen und dann wollen wir mal gucken, wie er von hinten aussieht, kleinen Nackfrosch. Ja, er hat noch ein paar Puderreste, aber da er bei mir bleibt, gehen die beim nächsten Mal baden ab und da mache ich mir jetzt nicht so einen Kopf drum, so sieht er von der Seite aus. Ich habe ihn selbst gefärbt, wie auch für mich. Ja, und ja, dann werde ich auch mal gleich zeigen, er ist noch ein bisschen feucht, jetzt da nur wieder Puder dran zu bringen, dann saugt das Material, das Puder auch gleich auf. Also eigentlich braucht man bloß immer mal pudern, wo es glänzt. Ja, ich habe hier, ne, die langen Arme müssen weg. Ja, aber ich zeige es euch gleich mal. Ich nehme immer das Originalpuder, was ich eben auch benutze zum Versiegeln. Ich kann jetzt auch da keine Werbung machen. Vom Anbieter, vom Silikonanbieter und es ist keine bezahlte Werbung hier, es ist nur zur Erklärung und was ihr nehmen könnt und dürft und also auch gar nicht zu viel Puder. Ich weiß, dass manche sehr, sehr doll pudern und sehr gerne, warum auch nicht, kann man beim nächsten Mal dann wieder abbaden, alles kein Problem.
Man sollte nur nicht so stark parfümhaltige Puder nehmen und Talkum darf drin sein, aber da möchte ich mich jetzt auch nicht drüber auslassen. Ich nehme das vom Hersteller des Silikonmaterials, womit ich die Mäuschen wo ich mit färbe und da bin ich auf der sicheren Seite und so, habt ihr geschaut? Ein wenig Puder von der Seite, ein wenig Puder noch von der anderen Seite und dann ist der kleine Muckelmann fertig, ne? Ja. So, ich mache mir jetzt, also ich mache mir jetzt nicht es ist ein Silikonbaby, es ist kein echtes Baby. Und wenn jetzt hier mal ein kleiner Blitzer ist, ich zeige meine Arbeit hier, was ich, dann ist das nicht beabsichtigt und hat auch keine Bedeutung. Es ist ein Püppchen und kein Baby. Wenn es auch relativ, schaut mal, jetzt habe ich versehentlich die Lippen, die ich so schön lackiert hatte, auch gepudert. Das kriegt man dann wieder mit etwas Feuchtigkeit, bekommt man das bei den Silikonmäusen ab. Ne? Da macht man das wieder ein bisschen nass und dann glänzen die Lippen und auch die Nägelchen wieder gut. Ja, das ist ja, weil das Glanz mit Glanz Silikon versehen wurde und jo, so. Ich will mal nicht zu viel schneiden. So ist es jetzt. So ist er für mich jetzt fertig. Ich lasse mal die Dose noch auf. Ich möchte mal, ich wollte mal wieder hier sein, wollte mal wieder was zeigen. Ich sagte ja schon, er ist schon eine ganze Zeit fertig. Nur wird er mal schick gemacht. Ja, wenn ich jetzt noch ein bisschen Wasser hätte, würde ich euch das auch noch zeigen. Aber ich glaube, das geht auch so. Schaut mal, da glänzen die Lippen gleich wieder, wenn man das Puder abmacht. Und das gleiche ist mit den Fingernägelchen. Die habe ich ziemlich, sind relativ weiß geworden, die Fingerspitzen. Aber das ist bei dem Silikon immer gar nicht so leicht, das so hinzukriegen, wie man das möchte. Ja. Aber ich bin mit meiner Arbeit zufrieden. Für mich ist das völlig in Ordnung. Ich mag den kleinen Calimero, habe ich mich schon ganz, ganz lange verliebt. Und ich mag auch die Künstlerin sehr gerne. Die, wie heißt sie nun? Jetzt komme ich auch noch nicht mal auf den Namen. Ich gucke nachher noch mal nach, schnell. Ja, aber es steht ja dann auch drüber. Ne? Ich muss noch mal. Auf jeden Fall macht die ganz süße Mäuschen und ich habe auch noch mehr Mäuse von ihr. Das kleine Mädchen, was ihr dort gesehen habt, ist auch von ihr. Und naja, gut, bevor ich mich hier verzappel, werden wir ihm mal ein Windelchen verpassen. Ich habe hier eine ganze Galerie mir hingelegt. Ich glaube, ich nehme die mit Elefantis drauf. Ja, und dann. Ja, das ist, ich war jetzt wieder lange nicht da. Ich muss mich jetzt ganz schön wieder an alle so ein bisschen. Alles wieder neu lernen. Die Kameraeinstellung, der hat das Stativ nicht gemacht, wie ich das wollte. Da ist da noch eine Schraube abgebrochen. Ja. Bei mir ist immer meine Schraube locker, ne? Ja. Naja, auf jeden Fall wollte ich mal wieder hier sein und habe den ersten Advent habe ich dazu genutzt. Da habt ihr vielleicht noch einen schönen Bilderguckabend und Videoguckabend und hab vielleicht ein bisschen Spaß mit mir, ne? Ja. Jo, ich, wie gesagt, Erklärungen gibt es viele, warum es so lange dauert. Ich mache, wie ich kann, wie ich möchte. Wenn mein Herz mir sagt, ich muss, dann muss ich hier sein und dann bin ich auch hier. Ja, das ist auch, wenn das Herz öfter mal sagt, ich möchte ein Video, das ist, wie ich schon gesagt habe, bei mir ist es aus verschiedenen Gründen manchmal einfach so, wie es ist, dass es doch länger dauert, als es soll. Ja, aber dafür bin ich jetzt da. So, heute mal wieder. Und ich denke mal, die nächsten, wenn nicht alles bei mir jetzt hier in Bach runtergeht und kaputt geht an Videos, dann bin ich vielleicht noch ein bisschen einmal öfter vor Weihnachten hier. Ich habe ja auch immer noch ein bisschen was in Arbeit, aber es geht immer sehr, sehr langsam nur voran. Auf jeden Fall ist noch auch noch ein Rehbornmäuschen in Arbeit, was noch eigentlich vor Weihnachten raus sollte. Mal sehen, eine ganz kleine ist das. Ja, seht ihr, nur habe ich so glänzende Stellen gesehen und habe da gleich gepudert. Das sieht man, wenn es dann glänzt, wenn es keine Feuchtigkeit ist, dann kann man ein bisschen Puder drauf geben. Und eigentlich muss man sie nach dem Baden auch ein bisschen trocknen lassen, weil sonst ergibt das eine klebrige Masse und das möchte man nicht. Ja, ich hätte jetzt auch länger trocknen lassen müssen, aber er bleibt ja nur bei mir. So, und dann schauen wir mal, denn die berühmten Bodies. Ja, dass wenigstens einer von meinen Zwergen im Bettchen schick aussieht. Und wie gesagt, die anderen zeige ich euch auch noch. So, ja.
Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das sehen könnt. Hier ist mal eine Ader ein bisschen kräftiger. Hier gerade auf dem Kopf, da hat man ja mal schon mal eine kräftige. Hier ist eine ganz zarte Ader. Hier scheinen auch so ein paar Äderchen durch. Ich weiß jetzt nicht, ich habe das Ihnen jetzt gar nicht so in der Nahaufnahme gezeigt. Jetzt sieht es auch nicht so toll aus. Wartet mal, ich mache noch mal ein bisschen, kleine Nahaufnahme noch mal. Ne? Ich halte ihn noch mal ein bisschen ran, dass ihr vielleicht ein bisschen Hautstruktur sehen könnt. Ja, jetzt habe ich auch noch gegengeschubst gegen das. Ja, und an der Seite schaut man, in den Schläfen sind noch ein paar Adern. Jawohl. Jo, das ist so die Nah- und kleine Wimperchen hat er, die müssen wieder trocken werden. Und ein Glatzi bleibt der natürlich. Ja. Ja, die Nägelchen halte ich auch mal ein bisschen dichter, aber oh, da sind schon wieder. Ich habe jetzt gehofft, dass diese Decke nicht so fusselt. Aber die Silimäuse, sie nehmen gerne Fusseln entgegen, ne? So, ich drehe mal ein ganz bisschen. Ja, es ist heute schwierig hier mit mir. Alle Schrauben locker. Ja, nicht nur eine Schraube, es sind alle Schrauben locker. Jo. So. Dann wollen wir immer weiter. Dann wollen wir immer jetzt endlich sein Body anziehen. Und dann machen wir ihn schick, ne? Ja, so. Jo. Das ist, warte mal, das ist die Größe. Was habe ich hier heute für eine Größe? Ach, das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, Größe 50 habe ich für den kleinen Muckli hier rausgesucht. Aber das, der Body gehörte gleich zu diesem Set, zu dem Strampi-Set. Und das, den nehme ich so, wie er kommt. Ja. So, zwei Knöpfe nur, kein Wickelbody. Na, klasse. Ja. Ach so, bei mir kriegen ja die Reborns immer zwei Windeln, aber die Silis bekommen nur eine Windel. Das ist Quatsch, da ein Riesenwindelpaket. Die Silis sind so lebensecht gestaltet. Da braucht man nicht 1000 Windeln um den Popo machen, um jetzt so einen Pöker-Windelpopo rauszukriegen. Ja, schaut mal, so sieht der jetzt schon mal aus, ne? Jo, da wo man will, dass es glänzt, ja, ein bisschen Feuchtigkeit. Aber inzwischen habe ich schon so viel daran rumgewischt, dass das schon weg ist, das Puder, was ich versehentlich daran gebracht habe. Jo, ich halt noch mal hoch. Ja, weiter geht's, ne? Ja, Nuki. So. Was habe ich denn hier Schönes? Hier habe ich jetzt ein von meinen heißgeliebten Eisgarnjäckchen. Es gibt ja immer mal eine liebe Zuschauerin oder Reborn-Mami, die mir was zukommen lässt. Deshalb bekommt er sogar ein neues Eisgarnjäckchen an. Auf jeden Fall habe ich das nicht selbst erworben, das wurde mir geschenkt. Und ich bedanke mich da mal gleich ganz herzlich für. Derjenige, der solche Sachen verschenkt hat, der weiß es sicher. Und da sage ich dann auch mal Danke dafür. Ja, das bekommen natürlich dann auch meine Mäuschen an. So, hier muss der Plastikschnibbel raus, ganz wichtig, dass es nicht das Silikon kaputt macht. Ne? Mit den Silimäusen, mit scharfkantigen Sachen immer schön vorsichtig sein, dass da keine Schnitte oder Risse oder sowas passieren. Ja, und wenn mal was passiert ist, man kriegt es auch wieder hin. Also braucht ihr euch nicht gleich erschießen. Es gibt Möglichkeiten, auch sowas zu reparieren, wenn es nicht an so einer Stelle ist, wo gar nichts mehr geht. Und bestimmte Silikonpüppchen lassen sich nicht reparieren. Das brauchen wir aber jetzt nicht abhandeln. Sollte jemand mal fragen, das kann ich mit demjenigen dann besprechen. Schaut mal, wie niedlich der kleine Muckel ist. Ja, und er bleibt bei mir. Ja, so. Ja, ist doch eine schöne Gelegenheit, heute am ersten Advent euch ein Silikonbaby vorzustellen. Auch wenn ich den kleinen Zwackel schon ein paar Mal gemacht habe. Immer wieder niedlich. Ich liebe ihn vom ersten Tag an, wo ich den im Internet entdeckt habe. Ja, so, na. Aber ich finde die alle sehr schön, die es dort zu kaufen gibt, wo ich ihn her habe. Wieder keine bezahlte Werbung. Den Spruch, den müsste ich mal auswendig lernen. Ich habe es noch nicht geschafft. Aber ich schreibe es drüber über mein Video, dass in diesem Video keine bezahlte Werbung enthalten ist. Und ich denke mal, das muss reichen oder das. Ich hoffe, dass es reicht. Ja, so, dann schauen wir mal. Ja, das war ein Set mit Body und
Jetzt gibt es den Strampi dazu. Ich weiß nicht, ob ihr den schon mal gesehen habt, aber ihr wisst ja, ich kaufe bei einer tollen Schneiderin im Netz ein, auch in einem Auktionshaus. Und warum sollen meine eigenen Mäuse nicht auch die Sächelchen tragen, die ich euch hier vorstelle mit den Mäusen, die verreisen? Ja, also, dann werden wir in den. Das sind, glaube ich, Schäfchen, ne? Das sind kleine Schäfchen, die da drauf sind, würde ich sagen. Gut, dann wissen wir das jetzt auch. Jo, dann ziehen wir dem kleinen Mann mal hier die kleinen Dinge an hier. Ja, ich mag es immer ein bisschen. Jetzt wollte ich doch mal gucken, was das für eine Größe ist. Das ist die Größe 50, ja. Die Babys sind ja nicht ganz so groß. Aber ich finde, die haben eine tolle Babygröße, diese Sorte Babymäuschen, Silikonmäuschen. Und na, da schaut doch mal. Das klappt doch. Jawohl. Ja. So. Na, da kann man sich doch mit blicken lassen. Beinchen ein bisschen lang, aber wie wir das in die Reihe kriegen, das wisst ihr ja. Ja, so. Tja, dann werden wir mal hier schnell auch noch die andere Seite zuknöpfen. Jawohl. So, dann ist ja mein kleiner süßer Muckel. Ja, der wird bei mir auch weiter Calimero heißen. Ich sehe sonst nachher irgendwann nicht mehr durch. Wenn ich jetzt den Mäusen noch einen Namen geben würde und ich stehe ja nicht mehr durch. Noch einen extra Namen. Manchmal merke ich ihn mir. Manchmal habe ich ihn auch vergessen. So, ja, na, da habe ich im Internet, auch ja, im Internet, wo denn sonst, ne? Oder in Fachgeschäften, ist ja wurscht, wo man es kauft. Aber da ich selber nicht stricken, wo ein bisschen häkeln kann, ein bisschen wenig, aber eher nicht stricken, gar nicht stricken, Maschen aufnehmen kann ich beim Stricken, bewundere ich diese Arbeiten immer sehr. Und ab und an entdecke ich dann ja auch mal eine ganz tolle, die sind, glaube ich, gehäkelt. Ganz tolle Sachen, die mir dann gefallen und freue mich dann. Na, schau her, die sind doch toll, ne? Ja. Toll, schicker kleiner Mann bist du, Jo, kleiner Muckelmann. Ja, ich freue mich, dass er bei mir bleiben kann, dass ich das so beschlossen habe. Ich lasse auch den einen oder anderen wieder ziehen, wenn es zu viele wären. Dann müssen die wieder gehen, einige lagere ich dann auch immer aus in die obere Etage, die nicht gehen sollen und nicht gehen dürfen. Und dann wechsle ich auch mal. Mal sind welche unten. Immer das gerade, was mein Herz so gerade so berührt, was ich gerade so denke, was ich selber gut finde. Habt ihr ja gesehen, ja, ich habe euch ja mal mitgucken lassen. Viel größer ist meine Babystube leider nicht. Es ist ja bloß eine halbe Stube. Auf der anderen halben Seite steht mein Bastelschreibtisch. Ja. Ja, da sind wir ja schon fast fertig. Tja, was machen wir nun noch? Mal gucken, ich habe hier noch ein Mützchen. Ich bin ja mal gespannt, ob das passen wird. Ja, da steht 50,56 dran. Das ist auch, ja, mal schauen. Da muss ich auch den Schniedel hier abschneiden, den Schnippel. Weil genau diese scharfkantigen Sachen, die unterschätzt man. Das sind so ganz kleine Plastikspieße, die unterschätzt man. Die würde ich dann. So. Ja, da wollen wir gucken. Die würde ich nicht dran lassen bei Silikons. Da würde ich ganz doll aufpassen, dass da keine Haken, Ösen und Kanten. Na, schaut doch mal. Ja, super. Na, passt. Ein bisschen Luft hat es, aber passt. Ja, die Schere nehmen wir dann mal weg. Ich habe gerade gesagt, keine scharfkantigen Sachen. Ja, so, da sind wir ja schon fast beinahe wieder am Ende angelangt. Dann freue ich mich, dass ich mal wieder hier sein durfte oder dass ich es geschafft habe, mal wieder herzukommen und dass ihr vielleicht ein bisschen Spaß hattet beim Zuschauen. Dann möchte ich auch sagen, oder was heißt genießt, nehmt die dunkle Jahreszeit nicht so traurig, wie sie manchmal scheint, sondern einfach ein bisschen in die warme, mucklige Stube zurückziehen, ein Kätzchen an, ein Glühweinchen trinken und sich das gut gehen lassen. Oder auch einen Tee, ne? Das geht nicht immer um Weini und was auch immer, was
Es geht darum, dass man es gemütlich hat. Ein Tee, ein Käffchen, ein Kerzchen, ein Stück Kuchen und wirklich diese Jahreszeit draußen lassen und drinnen sich das gemütlich machen. Na klar, wer gerne wandern geht, der darf das auch. So, nun hat er ja gar kein Plüschi gekriegt, aber ich hatte noch sowas für mich gekauft, hier so ein Plüschi. Das werde ich ihm jetzt, das sollte bei mir in meinem Puppenbettchen als Dekoration sein und das kriegt er jetzt erstmal. Ja, was ist denn das? Es ist ein Monster. Es ist eine kleine Fledermaus. Mir gefiel die. Ach Gott, die hat auch noch einen langen Schwanz. Das soll eine Fledermaus sein. Naja, mir gefiel sie, also gebe ich ihm auch erstmal hier so ein Kuscheltierchen zur Seite. Und dann schauen wir mal, ob es dann bleibt. Ich fand sie drollig und habe sie deswegen für mein Babybettchen gekauft. Vielleicht dekoriere ich es einfach unter dem Weihnachtsbaum hier. Ja, so, unter meinem weißen Weihnachtsbaum und meinem weißen Stübchen. Ja, ich mache eben hier in dem Zimmerchen, wie es mir gefällt. Das ist klein und bescheiden, aber genügt hoffentlich meinen Ansprüchen. Ja, ich denke mal, hoffentlich. So, dann sind wir tatsächlich jetzt am Ende angelangt. Ich hatte ja gesagt, macht's euch schön, macht's euch drinnen schön, wenn euch draußen das Graue auf die Nerven geht. Ich bastel dann immer ein bisschen, aber so viel schaffe ich leider nicht, weil ich die ganzen Tiere habe und zu tun habe und so weiter. Aber deswegen lasse ich mir trotzdem nicht das Leben schwer werden, sondern einfach so machen, dass es einem gefällt. So, und mit diesen Worten wünsche ich euch einen wunderschönen Rest-Adventssonntag, eine ganz schöne Vorweihnachtszeit. Ich denke aber mal, in der Vorweihnachtszeit seht ihr mich ganz bestimmt noch ein, zwei Mal. Ich habe euch auch noch die zwei Mäuslein zu zeigen, die ich euch vorhin im Babybettchen, die noch darauf warten, die ich euch im Babybettchen gezeigt habe und die darauf warten, schick gemacht zu werden und von dem Puder befreit zu werden, sodass es richtig schöne kleine Babymäuschen sind. So, meine Lieben, nun macht es gut, lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Video. Alles Liebe, alles Gute, eure Viola aus Violas Babystube und euer Calimero, der bei Viola bleiben möchte. Ja, ja, ja. Alles Gute, tschüss. Na, oh, dann da geht's, tschüss. Macht's gut, meine Lieben.